Guten Morgen. Jetzt bin ich seit 3,5 Stunden schon am Machen und Malochen. Für die Kinder und natürlich auch zum Packen, für Equipment und Reise, Proviant und so weiter. Und jetzt fahre ich es los zur sozusagen in Arbeit. Jetzt hole ich Andreas ab, südlich von Frankfurt. Und dann packt er erstmal sein Equipment in mein Auto und steigt dann bei mir ein. Als er 2020, glaube ich, irgendwie seinen YouTube-Kanal gestartet hat, kurz vor Corona, war auch ich gerade dabei, wieder meine Selbstständigkeit neu zu starten. Ich war nämlich kurze Zeit in einer Firma mit drin, wobei ich da auch irgendwie selbstständig war. Und habe mir das so ein bisschen angeguckt und wir haben eigentlich auch nicht weit auseinander gewohnt. Ja, und dann habe ich ein Video von ihm gesehen. Das fand ich unglaublich sympathisch. Er ist zu seinem Auto gegangen und hat erstmal irgendwelche Krümel von der Rücksitzbank so beseitigen müssen, weil seine Kinder da ordentlichen Dreck hinterlassen haben. Oh Mann, Kinder. Und das fand ich unglaublich cool und habe gedacht, ach Gott, der hat ja den gleichen Alltag wie ich mit Kindern und Dreck. Da habe ich gedacht, so, jetzt kontaktiere ich den, vielleicht findet man sich ja irgendwie zusammen. Ja, und seitdem, da kam er dann vorbei, da gibt es auch ein Video zu. So, da sind wir. Schön hier. So, servus. Gute. Willkommen. Vielen Dank. Das ist mein Hauptschnittplatz, den ich hier habe, und hier schneide ich eigentlich am meisten. Ganz viel Fernsehdokumentationen, Reportagen, Magazinstücke und aber auch Imagefilme und alles Mögliche. Ja, und dann haben wir sehr viel seitdem miteinander zu tun gehabt. Wir fahren jetzt, wie gesagt, zum 4. Mal in den Schwarzwald, waren zusammen in Marokko, haben schon einige YouTube-Filme zusammen gedreht und noch andere Imagefilme und dies und das und so weiter. Also, wir verstehen uns gut und haben Spaß bei der Arbeit, lieben unsere Arbeit, haben große Leidenschaft, lassen aber trotzdem die Kirche im Dorf. Das finde ich mal ganz gut. Oh, es ist wirklich ein unangenehmes Wetter und ich glaube, da ist auch schon der liebe Andreas. Mein Popo ist schön gewärmt. Popo ist schön gewärmt. Von der Sitzheizung. Sitzheizung. Hi. Guten Tag. Na, wie ist es? Bin ich in Arbeitsstimmung. Ich bin jetzt zu gemütlich, weil mein Hintern so schön vorgewärmt wurde. So, okay. Es ist kalt. Guck mal, ich bin total eingemummelt. Nicht 13 Grad. Guck mal, ich bin im Pulli hier. Ich finde es heute wärmer als gestern. Ja. Was war gestern? Kalt. Okay. Alles klar. Dann ich fahre mal das Auto hier vor. Dann bleibst du einfach da stehen. Ja, nee, du packst ja. Du bleibst ja hier. Wir fahren ja weiter. Dann fahre ich hier vor und dann laden wir das. Dem Weg zu Faller, yay, in den Schwarzwald. Ich glaube, wir sind zum 4. Mal da, oder? Nee, das müsste das 5. Mal sein. Fünfte Mal? 2021, 2x22 und jetzt das 2x23. Macht 5. Oh, stimmt, ja, das die Kamera hängt ja gleich irgendwo. Das stimmt, wir sind echt zum 5. Mal da. Wow. Ja. Deswegen, ich finde es saugeil, dass ich diese Erfahrung machen konnte mit Ema. Weil das ist echt cool, das zu machen, diese kleinen Miniaturlandschaften da zu drehen. Tatsächlich ist man aber auch nach 2 Tagen echt durch damit. Ja. Also man echt durch. Also die Augen tun einem irgendwann einfach weh, weil man eben mal nur Details guckt. Deswegen finde ich es so erstaunlich, dass die Mitarbeiter, die das bauen, die das machen, tatsächlich das jeden Tag machen können. Also ich glaube, da wird man zwangsläufig irgendwie weitsichtig oder kurzsichtig oder wie heißt das? Was wird man da? Kurzsichtig? Der Hintergrund ist groß, ne? Ja, ich hab doch
aber eine Sache anders diesmal. Wir waren eigentlich die letzten viermal immer in einem Hotel, eigentlich immer beim Hirschen, aber der Hirsch ist voll. Verdammt nochmal. Ja, Hüttenbach, der Ort, wo selbst die Hirschen voll sind. Ja. Naja, aber irgendwie alle Hotels waren nicht so frei, glaube ich. Und deswegen sind wir jetzt in einem Apartment, das ist also neu, dass wir in Gütenbach am Arsch der Waldfee... In einem Ferienhaus. In einem Ferienhaus, okay. Da bin ich ja mal sehr gespannt. So, jetzt sind wir irgendwie am Ziel, jetzt müssen wir hier so Offroad-mäßig da runter. Und das Grusel ist mir ein bisschen gruselig, sieht das aus, muss ich sagen. Und da ist so ein Sackgassenschild. Also irgendwie kommen wir hier nie wieder raus. Also wenn... Voll schön hier. Es gibt zwei Wege. Das ist voll schön. Das Navi zeigt mir nur einen an. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Aber das Navi kennt nur eine. So, welchen Weg fahren wir jetzt? Das ist ein die Weg große hier, Frage. Zwei Wege dort. tja. Hier ist auf jeden Fall schon ein Kreuz. Aber ich glaube, das... So, wir sind jetzt den rechten Weg lang gefahren, weil links war einfach ein Feldweg. Dann irgendwann. Und so, ich... Weil es aber auch gerade eine Abzweigung, die in der Realität nicht vorhanden war. Ja, ja. Jetzt kommt wieder. Ist das das Liebste auf vielleicht? Weil. Who kennst du? Weil da runter will ich irgendwie nicht. Das kann ja nur das sein, oder? Ja, du hast doch die Bilder. Da, also da unten, das sieht nach. Das ist das Klärwerk. Okay. Da ist es, glaube ich, nicht. Nun ja. Schön, schön, das ist wirklich schön. Also im Sommer soll man hier schön Urlaub machen können und es gibt ja einen Kräutergarten, wo man sich eigene Kräuter pflücken darf für Tee und Gewürze und zum Kochen. Und es gibt einen schönen Außenliegebereich, so laut den Bildern. Ich merke schon, wie die Erholung beginnt. Ach. Leise ist es hier nicht? Nee. Also hier ist es überhaupt nicht leise, weil nicht, weil hier eine Autobahn irgendwo ist, sondern weil hier einfach voll das Wasser abgeht. Irgendwo. Es ist unglaublich laut. Ich sehe... Boah, ist das krass. So, Andreas ist jetzt schon reingegangen. Ich kann mal hinterhergehen. Das ist ein bisschen unheimlich hier, muss ich sagen. Oder uns diesmal reingebracht hat. Er scheint drin zu sein. Mit so einem Schlüssel. Nee, ach, du bist doch gar nicht drin. Ich dachte gerade, du bist da drin. Ah, sie hat mir irgendwo gesagt, wo du... Aber hier ist direkt ein Schlüssel. Wo ist ein Schlüssel? Da kann man rein. Oh. Ich dachte, du warst da schon drin. Nee. Jetzt wäre ich da fast reingegangen, hätte ich gesucht und sie hat gesagt, hätte ich einen riesen Schreck gekriegt. Dann hat ihr den Schlüssel bestimmt schon vor uns hingehauen. Weil sie gerade nicht da ist. Licht anmachen. Hier haben wir schön beheiztes Wohnzimmer. Guck mal, ist doch ganz nett. Ach, das ist aber wirklich ganz nett. Und man hört auch gar nicht so, so sehr den Sturm da draußen, ne? Von dem Fluss. Nee, ich glaube, das ist echt krass. Idyllisch hier. Ja. Also ich würde sagen, morgen nicht andere Haus. Wir haben ein bisschen Ruhe verdient, oder? So ein verzweifelter Ab aus oder sieht so ein, nein, so ein fröhlicher, so ein, geschmeidiger, gechillter Ab aus? So sieht ein geschmeidiger Ab aus in einer gedanklichen Mischung aus: Ich stimme meine Gitarre und ich checke gerade Objektive auf der Neasy-Website. Immer multitaskingfähig. Immer multitaskingfähig. Wie bin ich eigentlich hier gelandet? Weißt du, man will irgendwas machen
Und dann kommt hier irgendwas in die Quere und zack, das ist wie wenn man Wikipedia liest. Du willst eigentlich irgendeine Information anschauen und plötzlich merkst du, der Abend ist vorbei und du hast 62 Artikel bei Wikipedia gelesen und kamst vom Hundertsten ins Tausendste. Story of my life. No visible focus brief. Wir waren jetzt aber trotzdem gefühlte 7 Stunden unterwegs, habe ich so das Gefühl. Das sind schon reale 7 Stunden. Es war 10.30 Uhr, haben wir uns getroffen. Jetzt ist 17.30 Uhr. Ja. Das heißt, wir sind vor 7 Stunden lang uns getroffen. Ja. Ja, und der Autofokus will schon wieder nicht funktionieren. Ich bin schon wieder unscharf wie so ein Rindvieh. Scharf wie ein Rindvieh. So unscharf fühlt sich Hans. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Unscharf wie ein Rindvieh, so fühlt sich Hans doch sonst nie. Das habt ihr doch nie gesehen von Andreas Arz. Ich sag ja, dieser Kanal, der öffnet neue Türen für, also gedankliche. Jetzt wäre auch noch fast die Gitarre runtergefallen. Herrlich, was man hier alles zu besichtigen zu bekommt. Ah, mein Gelaber. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Location absolut der Oberknaller. Ich werde auch gleich nochmal so ein bisschen Beauties abdrehen. Okay. Ich finde es sehr cool, muss ich sagen. Mir gefällt das wirklich gut. Und das kann man ruhig hier machen. Und hier kann man auch mit 2, sogar wenn nicht sogar 3 Familien hin. Ich meine, wahrscheinlich ist das hier auch noch eine Schlafcouch. Nehme ich an. Oder wie viele Personen steht denn im Internet? Wie heißt das hier noch? Ferienwohnung Teich 11. Ach so, das hast du mir jetzt schon mehrfach. Hier, dass da immer stand von wegen, dass man die Schlafcouch ausklappen kann. Und ehrlich gesagt, sieht es hier auch aus wie jede Schlafcouch, wo man den Teil nach vorne ziehen kann. Dann klappt das hintere um. Also es wäre die erste Schlafcouch. Also die erste Couch dieser Art, die so aussieht und keine Schlafcouch ist. Guck mal, man kann den Fernseher so einschalten. Jetzt können wir Amazon Prime Video gucken. Ja, wir können uns gerne einen Film reinballern heute Abend. Wenn wir noch die Zeit haben. Und wenn wir noch die Kraft haben. Besoffen durch Frühwein. Besoffen. Amazon Prime Video ruckelt einfach auf jedem Fernseher immer. Immer. Es ruckelt einfach immer. Weil ich gerade so begeistert bin und auch nicht weiß, was ich sonst jetzt mit meiner Zeit anfangen soll. Außer, dass ich meinen Hunger wieder entwickeln muss. Ich habe Schwierigkeiten zu hören. Ja. Kannst du das nochmal sagen? Ich mache jetzt hier ein paar Beauties. Und los geht's. Irgendwie mich frisch anfühlen, erst ich abends. Und jetzt mal hier überall so langsam das Licht an. Und hol dann gleich mal die Kaffeemaschine aus dem Auto. Und Andreas ist immer, nicht immer, ich erlebe das gerade zum ersten Mal, dass Andreas abends den Tisch decken muss. Das wird er verrückt anscheinend. Aber das hat er schon ganz liebevoll gemacht. So, dann geht's jetzt gleich los. Und bevor wir losfahren, zeige ich jetzt noch mal kurz die Umgebung von der Location hier. Weil das war gestern Abend ja schon so dunkel, da konnte man ja nichts sehen.
glaube, Andreas sucht mich, weil ich hier ständig Bilder mache. Jetzt hat er mich schon angerufen. Okay, jetzt habe ich dich echt gesucht. Nein. Du bist im Bus, bist nicht im Haus. Die nächste Aktion war, ich habe geguckt, ob du runtergestürzt bist und da vielleicht liegst. Ja, wir müssen, ne? Wir müssen die Termine rufen. Ja. So, es ist jetzt 8.07 Uhr. Wir kommen 7 Minuten zu spät, Junge. Ja, ich weiß. Das ist nicht so. Sind wir jetzt mittlerweile aber beide dran schuld. Ja. Weil ich habe dich nicht gesucht. Ich war da nochmal drin, habe drinnen gerufen, bin wieder raus. So, Gütenbach. Da Gütenbach steht schon. Faller. Du hältst mich wach. So. And here we go. Looking like a star. Neue Designer hingestellt, deswegen kann man sich ja nicht mehr so geil dahinstellen. Ja, und das wird vielleicht noch ausstellen. Nein. Herzlich willkommen zu Rank Your Busfahrer. Today mit Hans Kranich. How would we rank Hans Kranichs Bus-Einpark-Style? Auf einer Skala von niemand kommt auf beiden Seiten jemals wieder raus, bis hin zu, oh mein Gott, war das gut? Doch, wir kommen raus, because we have a Schiebetür. Schiebetür, do not output because of the Schiebetür. Hintergrund nimmt Andreas schon ein paar Aufnahmen auf mit seinem kleinen Rüssel-Objektiv und ja, wir sind hier mitten bei Faller. Wir wechseln uns immer ab. Ich arbeite viel mit dem Slider und Andreas mit dem Rüsselmikrofon. Es ist so erstaunlich, wie dass diese Leinwand, die da hinten ist, dass die wirklich als Welt anerkannt wird von dem Kamerabild sozusagen. Und, das ist immer wieder erstaunlich, wenn man hier ist. So. Have a look. Um jetzt einfach mal auch zu zeigen, was wir hier eigentlich machen oder wie wir es machen. Wir filmen hier Miniaturlandschaften und das tun wir mit zwei verschiedenen Kameras, eine A7 S3 und einer Sony FX6. Und die A7 S3 ist hier auf einem Slider drauf, den man motorisiert hin und her bewegen kann. Und der Andreas filmt mit so einem... Der Rüssel steckt gerade auch. Der Rüssel. Wie heißt dieses Mikrofon nochmal? Ein Probe Lens. Eine Probe-Lens. Probe. Schnorchellinse, das wird doch einfach. Ameisenbär. Genau. Und das Geniale an dieser Linse ist einfach, dass sie unglaublich krasse Makroaufnahmen machen kann. Also sehr, sehr, sehr nah dran gehen kann. Und halt vor allem so einen langen Rüssel hat. Und dadurch kommt man sehr tief ins Detail hier in diese wunderbare Welt rein. Als Lampen haben wir hier natürlich LEDs im Einsatz. Wir haben hier die Lampen auf Tageslicht eingestellt. Das heißt 5500 Kelvin und damit kreieren wir eine normale Lichtsituation aufzubauen, eine normale Tageslichtsituation. Oder, je nachdem, wenn die Sonne gerade untergeht, tatsächlich ein bisschen mehr Orangetöne reinlegen oder Gelbtöne oder sowas für die goldene Stunde. Man will hier am besten eigentlich immer die goldene Stunde haben. Hier nicht. Aber hier ist Tageslicht angesagt. Hier, alle wollen immer nur, dass die Modelle möglichst gut und neutral sichtbar sind. Das ist ein bisschen wie Katalogarbeit. Es muss gut sichtbar sein.
Genau, weil wir machen jetzt diese YouTube-Filme natürlich nicht, damit es irgendwie nur geil aussieht und alle sagen, boah, sieht das toll aus. Natürlich soll es toll aussehen, aber die Leute, die sich das anschauen, die wollen, die schauen sich das bewusst an, weil sie das vielleicht kaufen möchten. Das Haus oder so. Ich bin jetzt dran, jetzt muss ich arbeiten. Gell? Ja, besser, oder? Ja. Mit den Bäumchen? Ja, ist gut. Und das sollen wir jetzt ein bisschen abdunkeln? Genau. Dann kann das Ding leuchten? Ich habe noch keine Karte. Ja, das kann leuchten. Das müssen wir ganz viel an den 12-Volt-Anschluss. Jetzt haben wir nämlich die Situation, jetzt haben wir hier die ganze Zeit Tageslicht-Atmosphäre gedreht und jetzt kommt das erste Mal, dass wir es tatsächlich eine dunkle Szene drehen müssen. Und zwar, also hier ist jetzt alles noch Tageslicht und jetzt kommt eine Militärbasis nämlich. Und diese Militärbasis, die müssen wir ein bisschen dunkler machen. Da gibt es dann auch noch mehr Lichter auf dem Plan. Sieht dann nicht ins Licht. So aus. Oh, ich stehe im Weg. Ich brauche ja Licht zum Drehen. So soll das dann gleich aussehen. Das heißt, da müssen wir gucken. Wahrscheinlich ist es am Ende einfach nur ein bisschen die Lichter runterdimmen. Aber ich glaube, was anderes werden wir nicht unbedingt groß machen. Aber das letzte Mal haben wir schon ein paar Sachen. Also wenn wir mal dunkler machen wollen. Ja, wir haben es Farbe geändert. Wir haben es dunkler gemacht. Wir haben auch schon die Farbe. Ich glaube, es haben wir erst noch beim ersten Tag noch. Da hatten wir plötzlich da hatten die Sonne und so ein Späßchen. Doch, da haben wir irgendwelche Sachen gemacht. Okay, na gut. Wir haben hier ein bisschen dunkler gemacht. Ist schon sackedüster, sagt er. Weil er hat ja, genau, das Problem ist an dieser an diesem Objektiv ist, dass Blendet sich gar nicht. Dass du nur eine Chance hast, auf eine Blende 13 zu gehen, glaube ich, ne? Ja. Also maximal Blende 13. Jetzt gerade dieses Objektiv, was mich gerade filmt, hat Blende 1,8. Also das ist schon ziemlich dunkel. Also man muss schon grundsätzlich hell machen. Deswegen ist es gar nicht so einfach, da eine dunkle Atmosphäre aufzubauen, wenn man eh viel Licht braucht. Und es ward Licht, es ward blaues Licht. Und so eine kräftige Lichtquelle brauchen wir schon. Andreas kann alles über seine App steuern, die ganzen Lampen hier. Ich kann auch dich über meine App steuern. Kann auch mich über seine App steuern. Aber die App muss er ständig updaten, weil ich ihn ständig ärgere. So, Andreas hat jetzt einen gewissen Trick sozusagen sich überlegt. Und zwar, was haben wir, wenn wir zu Hause sind und das Licht anhaben, dann ist das ja eher ein warmes Weiß. Klar, es gibt mittlerweile moderne LED-Lampen, die sind alle so Tageslichtfarbe. So, oder? Ja. Ein sehr netter Kontrast, finde ich. Der Trick ist, dass wir Tageslicht quasi von außen so ein bisschen auf das Ganze richten und in der Halle, in so einem Gebäude, quasi warmes Weiß anmachen. Das sieht dann so aus, als müssten die abends das Licht anmachen und plötzlich sieht das so aus, als hätten wir wirklich Nacht. Das ist echt immer raffiniert und witzig zu beobachten hier in dieser kleinen Miniaturwelt. Wie gut das wirkt auch. So, wir sind fertig für heute. Feierabend, morgen geht's weiter. Schon November im Schwarzwald, ne? Das merkst du. Es ist kalt. Aber eigentlich ist es sehr nett. Eigentlich ist es wirklich trotzdem immer ein entspannter Job. Es gibt niemanden, der hier auf den Keks geht. Es sind nette Menschen an einem netten Ort. Es kann schlimmer sein. Ja, gestern habe ich noch mit dem Slider von Andreas gearbeitet, der auch wunderbar ist und super ist, aber alles läuft nur über die App. Das funktioniert auch richtig gut und er kann auch wirklich schwere Kameras tragen, allerdings dauert das alles länger. Jetzt sag doch, dass länger. Er dir gefallen hat. Der hat mir sehr gut gefallen, allerdings gefällt mir meiner einfach ein bisschen besser. Und deswegen habe ich den wieder im Einsatz, weil da braucht man kein Handy, das kann man einfach direkt
mit dem Slider selbst tun. Und genau. Bin ich ein bisschen schneller, gell? Jo, wir sind fertig für heute. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht hier im Schwarzwald und bei Faller. Und wir haben 20 Objekte abgedreht und jetzt sind wir fertig. Wir haben Viertel nach eins und jetzt geht's einwärts. Mein Rücken ist voll. Wir sind einfach fertig. Wir sind so fertig. Es ist 10:02. Wir sind 10 Minuten vor der angepeilten Zeit. Und ich dachte ursprünglich, dass wir sogar erst um 3. So. Wir sind wieder am alten Standort angekommen. Da, wo ich Andreas eingesammelt habe, wo Andreas ankam, nach einer echt furchtbaren Tour durch Deutschland, von Schwarzwald hierher, das ist hier bei Frankfurt in der Nähe. Und jetzt Training. Laden wir noch schnell um und dann ist Feierabend. Unsere Frauen warten schon sehnsüchtig nach uns. Auf ja. Was? Ja, was? Wer? Hirn aus. Hirn aus. Genau. Also dann, es regnet fürchterlich. Hiermit ist der Film quasi vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Alles klar? Ciao.